Ja, hi Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Ich sehe total schrecklich aus. Ich weiß, mir geht's auch total beschissen. Aber hey, ich habe mir das selbst ausgesucht und ich muss euch jetzt durch. Ich wollte euch nur kurz teilhaben lassen. Kurz was Bescheid sagen. Es ist sowohl ein Infovideo als auch kurze Erklärung. Ich habe eigentlich ein längeres Video dafür geplant gehabt. Einfach für mich. Aber gut, wir fangen einfach mal an, weil sonst laber ich hier noch 30 Stunden um den heißen Brei herum. Ich bin jetzt nicht Raucher. Ja, die Emmy hat geraucht. Sehr viele Zigaretten, was war nicht so gut. Das waren vielleicht also über 20 Zigaretten, über 20 Jahre lang, 20 bis 30 Zigaretten circa am Tag. Und das bei jeder Gelegenheit. Es gab keine Gelegenheit, die nicht eine Gelegenheit war. Warum ich immer noch Kopf herauf habe, fragt mich nicht. Ich bin total durcheinander. Ja, dieses Nichtrauchen das macht einen echt den Kopf erstmal, ja, wenn man so ein starker Raucher war wie ich, macht es einem echt den Kopf kaputt erstmal. Und man kann an nichts anderes denken und man hat nichts anderes im Kopf. Und es ist so schwer, damit echt den Alltag zu meistern. Aber nach 2 Wochen, muss ich sagen, sieht man schon so, oder merke ich schon so ein paar Lichtblicke und kann definitiv nur jeden dazu raten, bitte fangt niemals an, wenn ihr es nicht getan habt. Also wenn ihr nicht raucht, fangt bitte niemals damit an. Ihr seht, ich muss zum Friseur, ich muss meine Haare färben. Für ein bisschen Schminke wird der Mutti auch mal nicht gut, auch nicht schlecht tun. Und so vieles bleibt liegen hier bei mir im Moment. Wir haben alle Verständnis und ich habe schöne Unterstützung. Aber das wollte ich euch mal eben sagen. Ich bin gerade dabei, nicht Raucher zu werden. Es sind jetzt 2 Wochen. Hört sich für viele nicht viel an, aber für jeden, der viel und ziemlich gut raucht, weiß, dass 2 Wochen nicht rauchen schon ein gutes Stück Arbeit ist, worauf ich persönlich sehr stolz bin und es auch weiterhin schaffen möchte. Und jedenfalls, was meinen Kanal betrifft, ich möchte, dass es weitergeht. Ich habe auch schon ein paar Ideen. Leider, ich kriege sie absolut im Moment nicht umgesetzt, nicht wirklich. Aus diesem Grund. Viele denken sich jetzt, wie kann das sein, wenn man nicht raucht, dass man dann nichts anderes im Kopf hat, bla bla bla, und dass nichts funktioniert und. Glaubt mir, es ist schlimm. Es ist einfach nur schlimm. Hätte ich auch vorher nicht so gedacht. Bei mir ist es die Psyche, ja. Egal. Das habe ich in einem anderen Video, das habe ich für mich gedreht, das habe ich da auch erklärt. So, Vampire, ich habe alle Folgen von Vampire aufgenommen. Das heißt, ich habe durchgezogen bis zum Ende. Ja, das ist alles im Kasten, es muss nur geschnitten werden. Es sind aber so um die 60 Folgen. Und gerade jetzt in der Situation, wo ich mich befinde, ist das echt hart für mich, mich da dran zu hocken, wo sonst immer die Zigarette eine nach der anderen dabei war, muss ich mich jetzt irgendwie anders beschäftigen während des Schneidens. Und es ist echt total, es ist krass, ja, es ist wirklich krass. Soll man sich dafür schämen? Es ist jetzt einfach so, wie es ist und es wird auch besser, das weiß ich, das haben mir so viele auch schon gesagt und ich merke es ja auch nach und nach. Die ersten 3 Tage waren der Horror, wirklich der Horror, aber jetzt so langsam geht das. Ich wusste nicht, soll ich es euch mitteilen oder nicht, weil, ne, rückfällig oder nicht, keine Ahnung, aber ich denke nach 2 Wochen, ich muss immer noch kämpfen zwischendurch, es ist wirklich schwierig, aber nicht das Verlangen nach der Zigarette ist da, sondern dieses in der und der Situation. Mein Kopf hat sich da so Verbindungen. Wenn du das und das tust, hast du die Zigarette dabei. Wenn nicht, fehlt dir gerade irgendwas. Und dieses Was muss irgendwie geschlossen werden. Es ist eine Lücke da. Und das muss ich erstmal überspielen im Kopf, dass das anders wird. Vampire wird auf jeden Fall weiterkommen. Kann sein, dass zwischendurch mal eine Pause ist. Dann wisst ihr aber Bescheid. Aha, okay, die Pause ist jetzt, weil es gerade nicht schafft. Weil es gerade nicht hinbekommt, die Oma. Ja. Und ja, das wollte ich euch nicht mehr mitteilen. Ich wollte auch nicht, dass das Video zu lang wird, ist es schon wieder. Andere Videos dauern auch noch ein bisschen was und das wollte ich euch eigentlich nur mal mitteilen. Ich habe schon mehrere Videos dieser Art hier gemacht, aber irgendwie kam jetzt immer noch keins raus, weil es alles zu lang ist, ja. Und ich danke euch fürs Zuschauen, bis zu den nächsten Videos, wer weiß, wann die kommen werden. Also danke, ciao, ciao, wünscht mir Glück.